Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Eiling to Rule the Gods. Inzwischen bin ich so an einem Punkt angekommen, wo ich noch nicht genau weiß, inwieweit ich das Spiel noch über längere Zeit hinweg spielen werde. Aber ich möchte auf jeden Fall die Bereiche zeigen, die ich mir inzwischen erschlossen habe. Und ein wichtiger Hinweis gleich zum Anfang, weil einmal ist es mir passiert, ich habe das Spiel gestartet, habe Play gemacht und habe jetzt den Fehler gemacht, das Spiel gleich wieder zu schließen, bevor dieser Screen, also dieser hier, kommt. Und dadurch habe ich zumindest eine komplette Nacht verloren, in der ich hier auch irgendwelche Boni bekommen habe, weil das ist dann irgendwie nicht mehr drauf gerechnet worden. Auf jeden Fall seht ihr hier, wie die einzelnen Bereiche weiter verstärkt wurden, von wegen die Skills und die Physicals, glaube ich, dort halt einfach weiter verbessert werden mit denen, die dort drin sind. Dann, dass hier die ganzen eingesetzt wurden, um letztlich die Anzahl der Shadows, die ich dafür brauche, um dort zu trainieren, auch abgenommen hat. Das zeige ich euch gleich noch genauer. Und das hier ist sozusagen das aus einer neuen Seite, die ich mir inzwischen freigespielt habe, wo ich hier einige Level dazu bekommen habe. Und hier natürlich das Kämpfen gegen die einzelnen Enemies, die man dort direkt auswählen kann. Es ist bloß noch ein Tempel gebaut worden, das zeige ich euch gleich, weil ich das so eingestellt hatte, dass das das letzte Element war, was für diese Runde gebaut werden sollte. Und inzwischen habe ich mein zweites Haustier, ein Eichhörnchen, freigeschaltet. Das zeige ich euch auch gleich. Und ja, dadurch, dass ich jetzt schon eine ganze Weile in der Vorbereitung für diese Folge das Spiel nicht gestartet habe, habe ich jetzt auch das Maximum bekommen. Das heißt, 3 Stunden lang ist meine Creation Speed verdreifacht. Das wirkt sich an ein paar Stellen aus. Also das eine ist eben hier, dort wo Dinge erzeugt werden. Hier muss ich jetzt gleich erstmal schon mal ein paar Steine kaufen. Dann nehme ich etwa die Hälfte von dem, was möglich ist, also ein bisschen weniger, weil ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Geld für andere Sachen brauchen. Weil die Steine brauche ich nämlich, um hier mein Divinity, also das Geld, was sozusagen am Anfang relativ wenig Bedeutung hatte, erst als man hier die einzelnen Sachen kaufen konnte, und auch weiterhin, dass der einzige Punkt ist, wo man wirklich Geld ausgibt. Das heißt, hier kann ich jetzt erstmal meinen Divinity-Generator, der mir eben neben dem Bekämpfen gegen Feinde eben ebenfalls Gold liefern kann. Und zwar werde ich den jetzt hier gleich mal mit Steinen aufladen, so dass der wieder voll ist. Und meine Workers letztlich nicht viel zu tun haben, außer dass sie den voll halten und dass, wenn die Steine alle sind, ich noch 2,5, also fast 3 Stunden noch dieses Divinity bekomme. Und ihr seht aktuell, ich bekomme 6,6 hoch 10. Das ist im Vergleich zu den 15 natürlich ziemlich wenig. Aber es ist halt immer noch ein guter Boost im Vergleich zu dem hier, auch wenn man hier am wenigsten sehen kann, wie viel man über die Kämpfe gegen die Monster bekommt. Hier seht ihr, mir fehlen bloß noch so die letzten, gegen die ich bisher noch nicht regulär kämpfen kann, ohne zu viele Shadow Clones zu verlieren. Hier ist jetzt 1,6 hoch 59, mein Power Level ist bei 60, beziehungsweise die Attack. Beziehungsweise hier ist ja eher wichtig, dass mein Defense entsprechend hoch ist, damit eben meine Shadows hier nicht so stark sterben. Und ihr seht, hier ist die Mystic ist gerade mal jetzt bei 4,4 hoch 57. Dass meine Attack Power hier im Vergleich noch so hoch ist, liegt daran, dass der letzte Lucky, nee, der hatte 5 Hours, aber ich hatte noch einen anderen Lucky, eins von diesen Lucky Draws, und der hat mir die Attack Power bis zum nächsten Rebirth verdoppelt. Hier, der ist so etwa alle 24 Stunden, genau 23,5, genau, also 23,5 Stunden, dann könnt ihr wieder so einen neuen Lucky bekommen. Mal gucken, was der jetzt noch bringt. Ah, ich habe 2x Mighty Food bekommen. Das ist schon mal ganz praktisch, weil da ich jetzt eine ganze Weile nicht online war, sind meine beiden verhungert. Weil die haben halt nichts zu futtern bekommen und sind deswegen mit Hunger auf Null. Deswegen werde ich die jetzt mal füttern, und da ich hier jetzt 2 Mighty Foods habe, kann ich sie auf jeden Fall eben mit höheren Werten füttern, weil normalerweise würden die halt nur um 2 steigen, mit dem Mighty Food um 10. Und ich füttere gleich alle beiden. Mal gucken, ob dann auch die Mighty Foods beide aufgebraucht worden. Genau, also dann ist eins für jedes, sowohl für die Maus als auch für das Eichhörnchen verwendet worden. Und
Ich werde jetzt die Clones hier nicht mehr einstellen, weil normal hebe ich die halt dann immer weiter an, damit die natürlich hier weiter kämpfen können. Aber aktuell werde ich sowieso gleich mit euch den Rebirth machen und dann spielt es keine Rolle mehr. Aber dass die noch ein bisschen was zu tun haben, setze ich da mal eben wieder 1000 rein. So, was gibt es Neues? Also für die Monster ist wie gehabt, da bin ich einfach nach und nach weiter aufgestiegen. Hier hat sich das natürlich weiter verringert und hier seht ihr, dass noch eben die Shadow Clones noch ziemlich schnell sterben, weswegen ich den noch weiter auslasse. Dann die Götter, da bin ich bereits einmal durch und ich bin bereits gegen die zweite Reinkarnation von Baal. Deswegen habe ich auch als letztes Achievement jetzt den Baal Slayer bekommen. Das ist auch jetzt nichts Besonderes. Hier die Unleash Might, das zeige ich euch gleich noch, weil das hat nämlich mit einer neuen Seite zu tun. Sobald ihr alle Skills und Trainings freigeschaltet habt, kommt nämlich da eine weitere Seite hinzu. Dann die Specials, das ist, hier ist es auch wichtig, hier wirkt auch dieser Trainingsspeed bis 300%. Das heißt, jetzt bekomme ich alle 20 Sekunden geht hier der Zähler und zwar für alle um eins nach oben. Das ist im Übrigen auch eines der Minigames, gehe ich zumindest von aus, von den zweien, die ich bisher jetzt kennengelernt habe. Eins zeige ich euch mal kurz, weil das ist tatsächlich relativ schnell. Ihr könnt ja gegen verschiedene Dinge oder Figuren kämpfen. Der Fighting Gods ist das am schnellsten und auch ganz gut, um einfach ein bisschen Divinity zu bekommen. Gegen die anderen habe ich bisher noch keine größere Chance gehabt. Gegen die Shadow Clones, ich weiß nicht, ob ich da bei 12 oder 13 oder noch ein bisschen mehr gekommen bin, aber es ist ziemlich langwierig, bis dieser Kampf dann endet. Deswegen zeige ich euch kurz die Gods, weil das Spannende ist, wenn ihr das nicht auf Auto laufen habt, könnt ihr hier nämlich jederzeit die einzelnen Skills aktivieren, je nachdem, was sie auch für einen Cooldown haben. Und könnt damit letztlich beschleunigen, wie viele hier im Training benutzt werden müssen. Also capped ist jetzt inzwischen bei 466. Und das Run with Weights, beziehungsweise Elemental Manipulation. Das heißt hier in den Fights, wenn ich jetzt Elemental Manipulation oft genug einsetze, mal gucken, wo ist das? Genau hier unten links. Das ist jetzt 19.603 Mal eingesetzt worden und ich kann es hier alle 24 Sekunden einsetzen. Das heißt, gegenüber dem Schnelltraining lohnt sich das jetzt aktuell natürlich nicht. Und hier seht ihr die einzelnen Götter, die ich jetzt eigentlich mit einem Schlag in aller Regel beseitigen kann. Aber wichtig ist letztlich, wenn ihr hier dieses Minispiel benutzt, um hier die Counter möglichst hoch zu bekommen, dann ist es sinnvoll, das am besten gegen die Shadow Clone zu machen, weil da könnt ihr mehrere Minuten im Regelfall spielen und immer wieder dann diejenigen auswählen, für die der Trainingsfaktor, also für die das Cap noch nicht auf einen Clone runtergekommen ist. Also alles, was sozusagen unter Offense Aura, also Elemental Manipulation, Earth Armor, Ice Wall, Clairvoyance bis eben Time Manipulation, das sind alles die Skills, wo ich auf jeden Fall noch deutlich zulegen muss in der Verwendung, weil hier brauche ich noch 41.000 Clones, um hier sozusagen den maximalen Trainingseffekt zu bekommen, auch wenn die inzwischen deutlich unwichtiger geworden sind. Aber jetzt mache ich hier mal noch kurz das Spiel zu Ende, weil ich da sozusagen noch bis zu dem letzten Gott, den ich euch dann auch nach dem Neustart, nach dem Rebirth nochmal zeigen werde, wie da die Liste ist und wie schnell ich dann letztlich durch die Hauptliste erstmal durchkomme. Und soweit ich treffe, sind die Götter eben normalerweise sofort weg und besiegt. So, Jupiter, Odin, dürften noch so 5, 6 sein, Kronos. Genau, da habt ihr jetzt schon den Tyrant Overlord Baal, das ist letztlich der letzte in der regulären Liste. Der kann mir hier jetzt auch schon ein bisschen Schaden machen und ich habe den jetzt gerade noch besiegt, soweit ich weiß. Your Attack Overload ist so und ja, genau, den habe ich besiegt und dann kam sozusagen die erste Überladung, also der erste Stärkere, der mich dann mit einer Attacke einfach platt gemacht hat. Und ihr seht, also hier habe ich jetzt 3,9 hoch 13 Divinity bekommen. Das ist schon relativ viel im Vergleich zu dem, was jetzt zumindest der Divinity-Generator pro Sekunde abwirft. Und das kann euch ganz gut helfen, hier die eine oder andere Kreation schneller fertigzustellen. Aktuell bin ich jetzt hier dabei, den Earth-like Planet mal wieder zu bauen.
Jetzt muss ich mal gucken, also die Earth, also die Rebirth-Werte sind alle schon okay, die sind mindestens um eine Zehnerpotenz höher und alle im grünen Bereich, das passt soweit. Und ja, der Earth-Sized Planet würde mir auf jeden Fall den Creating-Multiplikator noch ein bisschen hochbringen. Jetzt muss ich bloß kurz schauen, was dort alles fehlt. Also ich brauche 1 hoch 11 Luft, Soul brauche ich auch noch ein bisschen mehr und ein bisschen ist gut. Also werde ich jetzt einfach mal schnell die Sachen kaufen. 1 hoch 11 kann ich mir ganz gut leisten, aber ist schon ziemlich viel im Verhältnis zu dem, was in dieser letzten Zeit eingesammelt wurde. Also 1 hoch 11, dann hier 1 hoch 10. Dann das Wasser mit 2,5 hoch 10. Und dann natürlich noch die Pflanzen mit 5 hoch 9. Da ist es recht praktisch, weil man kann hier ganz gut einfach die entsprechenden Felder auswählen. Und damit wird jetzt der Erdplanet auf jeden Fall auch schon mal angelegt. Ihr seht, wie lang das letztendlich trotzdem noch dauert, obwohl ich hier aktuell nochmal 300-fache Creating Speed habe. Und regulär eigentlich schon mit den verschiedenen Upgrades und den Punkten, die ich gekauft habe, bei 3800% bin. Also hier seht ihr noch ein bisschen, ich habe aktuell noch 24 God Power über, die ich jetzt hier auf Battle verteilt habe. Ansonsten habe ich bisher die Multiplier hochgesetzt für Creating Speed und Building Speed auf 140%, weil was ich beim ersten Mal nicht gesehen habe, also es ist genauso sinnvoll, ob ich jetzt 10er oder 100er 100 ausgebe, ich habe hier dann keinen Vorteil mehr. Das heißt, es lohnt sich auch dann die 35er Schritte dann schon mal zu kaufen. Und hier seht ihr bereits die Sachen, die am Anfang noch nicht da waren. Das heißt, es sind noch neue, die eben mit The Baal Slayer freigeschaltet wurden. Also hier soweit hat sich nichts geändert. Hier schalte ich jetzt mal wieder das Auto an, damit ich wirklich von den 20 Sekunden noch ein bisschen profitieren kann. Hier ist es dann auch immer ein bisschen abzuwägen, wenn ihr jetzt gerade nach einer längeren Pause weiterspielt und eigentlich der Rebirth bevorsteht, ob ihr den jetzt entweder hier laufen lasst, um zumindest bis zu Time-Manipulation natürlich alle, also jetzt nicht pro Minute jetzt 3 Zähler hochzubekommen, weil alle 20 Sekunden alle Skills einmal benutzt werden. Später geht das Ganze eben alle 60 Sekunden, wenn ihr eben das hier auf Auto stehen habt. Dann ist es schon durchaus sinnvoll, mit diesem zum Beispiel Kämpfen gegen die Götter einfach hier diese Zahlen hochzubringen und dafür zu sorgen, dass ihr das, was so als nächste Trainingseinheiten ansteht, dass hier einfach eben diese Capped-Werte deutlich runtergefahren werden. Ich habe jetzt einfach bloß noch 100 überall drin stehen und die jeweiligen, die den letzten sozusagen, der noch über 1 ist, dann auf dem Maximum, weil das waren ja auch bloß ein paar 100, um hier überhaupt noch ein bisschen zu sammeln. Und das hier ist sozusagen der neue Reiter, der, wenn ihr hier alle Skills freigeschaltet habt, kommt nämlich dieser Mighty Reiter. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon, dadurch, dass ich eine ganze Weile offline war und hier überall mit 10.000 trainiert wird, jeweils Level bis Level 55 die hochgelevelt. Das Besondere ist hier noch, während die Level nach jedem Rebirth zurückgesetzt werden, wird dieser Total-Might-Faktor, der bleibt wiederum bestehen. Ist natürlich auch wieder nur ein einfacher Faktor, aber immerhin. Das heißt, für 4 Level in diesem Bereich bekommt ihr 1% Bonus auf eben wiederum auf alle diese Statikwerte oder alle eure Statuswerte, Attack, Physical, Mystic und Battle und Creating ebenso. Attack letztlich nicht direkt, sondern Attack wird indirekt dadurch beeinflusst, dass hier natürlich das sich aus Physical, Creating und Battle zusammensetzt. Und hier gibt es natürlich dann nochmal direkte Boni, weil hier wird HP erhöht, Attack, Defense, Regeneration und so weiter und so fort. Und dann gibt es hier unten noch die Usable Skills. Das sind nämlich die Dinge, die ich freisetze, wenn ich dieses, also entweder wenn ich hier ein einzelnes für Unlash machen würde oder wenn ich hier bei den Göttern Unlash Might machen würde, dann würden alle, die jetzt aktuell verfügbar sind, die haben dann einen Cooldown von einer Stunde, würden dann aktiviert werden und der hier würde jetzt für 79 Sekunden meinen HP Recovery um 100% erhöhen, dann Defensiv Aura, also Mystic um 100%, Attack um 100%, hier ist Attack und Mystic und dann hier 150% und der letzte ist bei 200% für alle Werte, der allerdings dann auch nur 24 Sekunden jetzt hält. Dabei habe ich eben schon
19, also der ist ursprünglich nur 5 Sekunden und mit jedem Level hier bekommt ihr eine Sekunde dazu, was es dann hält. Und hier ist sozusagen ein weiteres Minigame, das dazugekommen ist. Einmal, hier sehe ich insgesamt, wie hoch meine Ballpower ist. Das mit den Eis erkläre ich euch gleich noch. Und das Minigame besteht darin, dass ihr, ja, jetzt suche ich mir mal eine Stelle aus, wo ich hoffentlich nicht gleich die Level wieder verliere. Das heißt, ihr müsst jetzt hier auf Hit klicken, wenn dieser blaue Balken sich hinter diesem weißen Feld befindet, um das um ein Level zu steigern. Am Anfang geht es natürlich, so, das war jetzt daneben, das heißt hier zu früh geklickt. Und das bedeutet eben, dass ihr dort verschiedene Boni bekommen könnt, dass ihr auch Critical Hits jetzt machen könnt. Okay, jetzt bin ich wieder auf 50. Ich lasse das jetzt mal so, weil bei Level 50 ist es jetzt aktuell schon etwas schwieriger, dort dann zu bleiben. Und mit den Eis hat es noch was Besonderes auf sich, weil hier gibt es zwei verschiedene Modi. Einmal ein Modus, der dann so funktioniert wie hier, das heißt, der blaue Balken läuft durch und ich muss hier klicken. Aber das Mirror-Eis ist so, der Balken läuft zwar auch hier regulär durch, aber dieses Feld wirkt sozusagen an dieser Stelle, das heißt, es ist eben gespiegelt. Und das heißt, ich muss klicken, wenn die blaue Linie hier liegt und sie eigentlich hinter diesem Feld liegen würde. Also es ist etwas komplizierter. Dafür ist eben die Belohnung auch deutlich höher, weil man bekommt einen Crit für jedes Level und 4 Punkte hier von diesem Score. Während ich sonst nur alle 2,5 Level einen Crit bekommen würde und eben nur einen Punkt pro Level. Und deswegen ist mein Critical Damage inzwischen bei 300% und die Chance, Critical zu erreichen, das heißt den dreifachen Schaden anzurichten, ist bei 40%. Soweit, also das hier ist wie gesagt auch ein neues Minispiel, was eben damit freigeschaltet wurde, nachdem ich das erste Mal hier den Baal gekillt habe. Und was dann hier noch ist, was ich inzwischen nach und nach, die Reiter waren zwar alle schon da, aber ich konnte nicht viel damit anfangen. Also Create, seht ihr, bin ich inzwischen durch. Das heißt, ich könnte bis Universe bauen. Allerdings steht jetzt erstmal an, dass ich hier einen Zahn erreiche. Dazu brauche ich allerdings eine ganze Menge Licht. Und das war bisher so teuer. Ich glaube, das ist 1 hoch 16 oder halt hoch 16. Weswegen ich es auch mir jetzt noch nicht leisten kann. Das heißt, auch diese Runde werde ich noch kein Sonnensystem oder keine Sonne bauen können, womit ich dann wiederum meinen Planeten noch nicht updaten kann, aber das zeige ich euch gleich noch. Als nächstes gilt es hier die Monuments anzuschauen. Okay, den muss ich gerade nochmal abschließen, weil der ist noch nicht wirklich, beziehungsweise da ist noch ein weiterer gebaut worden. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das irgendwie teilweise ein Bug ist oder so weiter, weil eigentlich hätte der bei 6 auch schon aufhören sollen. Aber wenn die dann schon durchgelaufen sind, ist es so, wenn die lange offline waren und auch wenn die gar nicht diese Materialien zur Verfügung hatten, weil zum Beispiel Stone bereits alle war, steht sozusagen einer dann zur Verfügung, den man dann direkt einfach bauen kann und keine Zeit mehr benötigt, der letztlich schon fertiggestellt ist, obwohl die Materialien noch nicht da waren. So, das nächste ist jetzt, bevor ich mich dann an den Rebirth begebe, dass ich hier die Zahlen anpasse, weil die benutze ich jetzt immer, um so einen Vergleich zu haben, okay, wie hoch waren denn hier die Zahlen oder vielmehr die Anzahl von den Monumenten, um hier dann eine Abschätzung zu haben, okay, bis wann werde ich etwa den Punkt erreichen, wo ich dann mit den alten Werten wieder aufziehe. Weil das ist auch was, was das Spiel dann nach und nach immer weiter verlängert, weil es natürlich notwendig ist, hier die Monumente auch wieder in einer ziemlich ähnlichen Anzahl zu erreichen. Es ist natürlich nur ein Faktor von vielen, aber dass eben diese Multiplikatoren wieder so hoch werden, dass ich zumindest keinen Verlust erleide, wenn ich einen Rebirth mache. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier, die bringe ich immer nur auf 20, weil für den Rebirth sind mehr nicht relevant. Das wäre dann nur für den aktuellen, für das aktuelle Runde und dafür ist es mir dann zu wenig bzw. auch zu teuer, dass ich hier zum Beispiel 4000 Mountains, 4000 Berge reinstecken muss, nur um noch ein weiteres Level zu gewinnen. Und der Faktor ist ja jeweils nur 0,25. Ah, Moment, da hat sich was geändert. Das scheint irgendein anderer Faktor noch zu sein, weil normalerweise war das immer gemaxed at bei 5 und jetzt scheint es bei 6 zu sein. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo der Faktor jetzt herkommt, aber dann werde ich auf jeden Fall das auch da nochmal weiter anheben.
weil dann kann ich da nämlich dann doch vielleicht vier mehr bauen und kann das für den Rebirth nutzen. Sonst hätte ich die jetzt normalerweise gleich gelassen. Dann setze ich hier jetzt die 24 rein für den nächsten Durchlauf. Und die habe ich mir jetzt überlegt, die werde ich jetzt einfach immer in 5er Schritten bzw. auf die nächste glatte Zahl anheben. Oder zumindest irgendwie so um die 10%. Das heißt, den werde ich dann jetzt mal hier auf 20 setzen für den nächsten Durchlauf, weil die Werte bleiben zumindest gespeichert. Dann werde ich den auch auf 20 nehmen. Hier werde ich jetzt erstmal nur 15 draus machen. Mal sehen, wie gut das dann funktioniert. Und das jetzt letztlich nur immer um 1 anheben, weil das sind schon ziemlich lange Bauzeiten, auch mit den vielen Clones, die ich dann letztlich woanders brauche, die ich dann hier nicht mehr investieren möchte. So, das sind die Monumente dann, die ich eben beim nächsten Mal bauen werde, oder zumindest das Ziel ist, die bis zum Reset zu bauen, und bis dahin sollten die dann auch wieder alle grün erreicht werden. Und ja, also das kann ich jetzt wie gesagt nicht zu Ende bauen, das heißt, das dauert dann noch ein bisschen. Das Divinity habe ich jetzt auch das erste Mal hier zumindest alle drei um ein Level erhöht. Was hier der Vorteil ist, also die Capacity, alle Götter, die ihr nach Zeus jeweils nach einem Rebirth killt, erhöhen auf jeden Fall die Kapazität und auch die Convert-Kapazität, das heißt, es steigt generell immer ein bisschen an, aber am Anfang ist der Wert halt einfach nur bei 2, den ich dann zumindest immer um eine Stufe erhöhe, um den auf 3 zu bringen. Aber es ist eben auch hier wieder ein ziemlich langwieriger Prozess, weil die Bauzeiten hier gefühlte Ewigkeiten dauern, und deswegen ist es dann nicht so spannend, da allzu viel Zeit rein zu investieren. Und das Letzte, was jetzt inzwischen freigeschaltet ist, weil ich halt meinen Planeten schon gebaut habe und ihn auch schon um ein Level erhöht habe, das heißt, von dem normalen Steinplaneten bin ich jetzt inzwischen zu einem kalten Planeten, der eben noch keine Sonne hat. Die Ultimate Beings kann ich hier killen, die dann jeweils, also der erste hat 10% gebracht, deswegen habe ich hier jetzt auch vom Ultimate Beings, also zweimal habe ich den schon gekillt. Und das sind jetzt knapp 20%, weil ich glaube, der erste war 10, der nächste war 9,99, weil der ist nicht so stark gesunken, und der nächste würde jetzt 9,59 bringen. Hier werde ich jetzt gleich nochmal probieren zu kämpfen, wenn ich dann alle meine Klone zur Verfügung habe und die dann hier letztlich reinbringe. Das Upgrade, dazu brauche ich eben diese Sonne, und das dauert noch eine Weile, bis ich das erste Mal eine Sonne gebaut habe. Soweit mal zu den Rahmenbedingungen, hier sind noch ein bisschen Details. Wenn ich den 5-mal besiegt habe, dann würde ich hier auch einen God-Power bekommen. Aber das habe ich bisher noch nie gemacht. Warum, werde ich euch gleich zeigen, weil nämlich ein ziemlicher Großteil von meinen Klonen dabei drauf geht. So, aber dafür werde ich jetzt erstmal vorbereiten. Das heißt, ich muss jetzt meine Klone aus den verschiedenen Stellen zusammenbekommen. Das heißt, hier kann ich es relativ schnell machen, weil dadurch, dass es hier auf 10 steht und überall schon mehr als 10 sind, sind die dann alle freigesetzt. Bei den Skills ebenfalls, da warte ich jetzt einfach, bis das hier sich sozusagen zusammengesammelt hat und die paar Klone freigegeben hat. Also hier sind nicht viele beschäftigt. Der letzte größere, genau, die 18.000 habe ich jetzt hier schon drin, das heißt 125 habe ich jetzt schon freigesetzt. So, dann werde ich noch die vom Divinity-Generator abziehen, die 3.000. Und ja gut, das lohnt sich jetzt nicht so, die 80 können da ruhig stehen bleiben. Dann gibt es noch 2000, die jetzt bei den Pets aktiv sind, da werde ich die jetzt mal zurückholen und werde jetzt dann mit den 30.000, also den 130.000 hier reingehen. Das ist eben auch schade, also am Anfang war es ja so, dass die nach und nach gestiegen sind bis auf 100.000, die 1000 hatte ich mir ja gleich in der ersten Runde schon geholt. Und seitdem habe ich eben noch dreimal 10.000 eben über diese Boni hier eingekauft. Das heißt, es war das hier dann, also 25, das heißt, ich habe schon 75 God Power ausgegeben, nur um meine Clone noch ein bisschen hochzubringen. Und ja, es ist an der Stelle jetzt ziemlich mühsam, weil eigentlich könnte ich locker wahrscheinlich Millionen von denen einsetzen, aber so viel oder so leicht lässt sich die God Power dann doch nicht einsammeln. Und ich werde jetzt also hin und her springen einmal zwischen dem Planet, wo ich dann gleich den Kampf machen werde. Mal gucken, wie viele diesmal draufgehen, weil vorher werde ich nochmal probieren, ob ich den... Es ist relativ unwahrscheinlich, weil ich glaube, so hoch ist meine Götterpower dann doch nicht. Aber jetzt werde ich erstmal Unleash Might. Dann seht ihr, wie hier die Werte hochgehen, und mal gucken. Also den habe ich nichts entgegenzusetzen, und dann werde ich jetzt hier noch einmal gegen den kämpfen. Also es sind nur...
in Anführungszeichen so 60.000 gestorben und ich habe in Runde 6 es geschafft, das Ultimate Being zu besiegen. Und hier habe ich auch nochmal Divinity bekommen und mein... der Multiplier... Ja genau, es war gerundet, dass da 10 sind, aber in Wirklichkeit waren es dann 9,5, weswegen hier dann jetzt ein etwas niedriger Wert auftaucht. Zusätzlich gibt es hier noch die Power Surge, die halt eben auch nochmal als Bonus benutzt werden kann und. Also es gibt hier noch einige Spielmechaniken, wo dann irgendwelche Sachen verstärkt werden können, aber letztlich ist es halt schwierig, also zum einen dauert das hier mindestens oder bis zu einer Stunde, bis der sich jetzt wieder regeneriert hat und wieder angreifbar ist. Umgekehrt war es am Anfang ganz praktisch, weil ich habe letztlich alle über 100.000 Klone verloren und habe ihn nicht geschafft zu besiegen. Das heißt, es haben noch 10% gefehlt und dann brauchte ich natürlich auch erstmal, es dauert bei der normalen Creation Speed, also ohne das Dreifache, dauert es tatsächlich bald eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, bis ich diese über 100.000 dann wieder hergestellt hatte. Von daher hat es am Anfang angeboten, den Angriff möglichst dann zu machen, wenn hier noch eine Stunde steht. Und das Wichtige, was auch zu beachten ist, diese Uhrzeit wird leider mit einem Rebirth nicht zurückgesetzt. Das heißt, an der Stelle, wenn ihr dann neu gestartet habt, müsst ihr euch überlegen, weil dieser Zähler wird auf jeden Fall so gesetzt. Also es nützt mir nichts, dass ich jetzt 3 gekillt habe und danach nochmal 2 Kille im nächsten Burst, weil das beginnt dann wieder von vorne. Ja, auf jeden Fall, eben die Uhrzeit hier wird nicht zurückgesetzt, die wird nach einem Rebirth auch an der Stelle sozusagen weiter runterlaufen, das heißt, der ist dann auch nicht sofort angreifbar, was jetzt an der Stelle auch egal ist, weil ich muss ja eh erst meine Klone dann wieder aufbauen. Ja, als letztes, bevor ich dann tatsächlich meinen Rebirth mache ich nicht mehr abwarte, bis die ganzen Klone dort wiedergeboren sind, hier nochmal ein kurzer Blick auf die Statistik. Achso, das ist nach der letzten Wiedergeburt. Also, dass ich seit fast 11 Tagen das Spiel aktiv spiele und 22 Tage das Spiel passiv war. Und hier in Klammern stehen auch immer nochmal Multiplikatoren. Das ist auch das Interessanteste. Also, inzwischen ist es tatsächlich zu dem Punkt gekommen, dass der Göttermultiplikator höher ist als der Statistikmultiplikator. Das heißt, es lohnt sich langsam. Mal gucken, ich glaube, das war auch hier ein so ein Teil, wo ich den Statistikmultiplikator genau verdoppeln konnte, der allerdings auch 50 Godpower bringt, weil am Anfang war das total sinnlos, weil der Statistikmultiplikator immer schon den Göttermultiplikator erreicht hat. Aber jetzt könnte ich tatsächlich ein bisschen was rausholen, beziehungsweise schauen eben hier in den Statistics, weil hier unten steht der Total-Multiplier, der sich halt aus diesen verschiedenen Werten ergibt, Monuments Created, die da eine große Rolle spielen. So, der Total of all Statistics also multiplied with 1 from God Power per Chess. Ja genau, das ist der eine, den man kaufen kann. But is kept at 5,3 Millionen. Ja, also hier unten seht ihr, wie der Multiplier eben normalerweise eben durch den God Multiplier begrenzt wird, aber aktuell nicht mehr das Maximum erreicht. Und hier seht ihr so verschiedene Werte, die sich aus diesen einzelnen Dingen ergeben. Zum Beispiel Total Might Gained ist sozusagen fließt mit der zehnfachen Menge ein. Und die Götterpower, die ich ausgegeben habe und. Also es sind eine ganze Menge Werte, auch die Training Levels, die dann letztlich in einem sehr kleinen Faktor das beeinflussen, also zumindest im Verhältnis zu dem, was ihr dort generiert haben müsst. Gut, Settings hatten wir ja schon, da hat sich soweit nichts geändert, hatte ich ja schon damals die Farbe und so eingestellt. Was hinzugekommen ist, also ich weiß nicht, ob sich die Story nach und nach freigeschaltet hat oder ob ich es einfach zufällig irgendwann, dass ich dann eben drauf gestoßen bin, dass die hier da war, nachdem ich schon die meisten besiegt habe, weil das Pontus und Fragezeichen, das ist schon relativ lange, das heißt, ich vermute eher, dass die tatsächlich nach und nach manuell weitergeschrieben wird und nicht direkt jetzt mit den Events gekoppelt ist. Außer mit dem, was ihr halt gemacht habt, weil ich denke, das ist so nach dem ersten Rebirth, dann als ich Gaia besiegt habe und so weiter. Aber ich habe es halt nicht verfolgt, deswegen kann ich es nicht genau sagen, wie gut die Schritt gehalten hat und mit welchen Ereignissen hier die einzelnen Kapitel freigeschaltet wurden. Und ich gebe zu, dass ich mir das in der Länge auch nicht alles durchgelesen habe. Ich habe mal ein bisschen reingestöbert, überflogen. Und ja, wer sich auf jeden Fall so ein bisschen dafür interessiert, findet auf jeden Fall hier auch tatsächlich inzwischen eine Story, die ja beim ersten Video noch komplett leer war.
Was sich auch noch ein bisschen geändert hat, dass ich meine Göttin noch ein bisschen anders gestalten konnte. Klar, jetzt habe ich das zweite Pet freigeschaltet, das zweite Haustier. Und vor allen Dingen die Wings sind jetzt als letztes noch dazu gekommen, weil vorher hatte ich hier die kleineren drin. Und man kann auch alles beides drin machen, aber die sind nicht schön überlagert, so wie bei den Aura zum Beispiel. Weil da sieht es ganz schön aus. Da kann ich einmal die blaue, dann die gelbe und ich kann auch beide zusammen kombinieren, die dann so einen schönen Farbeffekt ergeben und so weiter und so fort. Und ja, also das ist soweit, was ich sozusagen hier an den Klamotten freigeschaltet hat. Und sonst gibt es aktuell nicht wirklich etwas, also nichts mehr zu sagen, außer dass ich jetzt dann mit euch den nächsten Reverse mache. Ach ja, doch, hier ist ja noch was Neues aufgetaucht. Auch das hat mit dem The Baal Slayer zu tun gehabt. Hier gibt es noch diese besonderen Challenges, wovon auch einige ein Steam Achievement nochmal zusätzlich haben. Allerdings lohnt sich das für mich aktuell eben noch nicht, weil ich definitiv nicht in der Lage bin, zum Beispiel nach dem Rebirth ein Universum zu erzeugen, weil ich bleib jetzt aktuell schon bei der Sonne stecken. Und das heißt, diese drei Dinge, die ich dann eben machen müsste nach dem Rebirth und sagen, ha, ich schaffe es, ein Universum zu erzeugen, bevor ich den nächsten Rebirth mache, um diese Challenge zu gewinnen. Dann die All Achievements Challenge, das sind dann hier. Also für das Creation müsste ich dann bis zu drei Universen erzeugen. Das, wenn man in der Ebene ist, wird sich das wahrscheinlich noch recht gut ausnehmen. Ansonsten sind dann hier, ich gehe davon aus, dass die Achievements eben für die Training, Skill und Physical und Skills. Das heißt, ihr müsst alle Trainings hier 100 Millionen Mal, nee, 10.000 Millionen Mal ja, erfolgreich erledigt haben. Das heißt, auch dafür sind dann wiederum dass die gecapped sind, also dass ihr letztlich wenig Clones braucht, um hier den maximalen Trainingserfolg zu haben. Ist da auf jeden Fall immens wichtig. Und dann noch, genau, bei Fighting, also es gibt letztlich dann vier Blöcke, wo ihr Achievements erfüllen müsst. Und hier ist dann, ihr müsst 10 Millionen von allen ja, Enemies hier gekillt haben. Hier ist es gar nicht mal so weit entfernt, weil hier bin ich ja jetzt letztlich schon bei 8 Millionen. Ist also gar nicht so weit weg. Aber ihr müsst natürlich dann für die Achievement Challenge alle Challenges wahrscheinlich erfüllen. Und dann bringen die Achievements, also die Achievements dann auch wieder einen höheren Multiplier. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Stellen im Spiel. Also hier, dass die Achievements dann mehr Bonus bringen. Hier, dass das Mighty sozusagen einen weiteren Bonus bringt und direkt aktuelle Boni. Und so sind es so verschiedene Stellen, an denen sich einzelne Faktoren erhöhen. Aber es ist schon recht umfangreich zu gucken, okay, wo hat jetzt noch ein bestimmter Faktor, zum Beispiel wenn ich jetzt eben nach dem Restart wieder ein paar Götter kille, dass ich dann hier und hier ansteige. Und dass eben, wenn ich hier in den Specials halt, wenn ich hier kämpfe oder wenn halt eben der Faktor hochgeht, dieser Usage Count, dass sich das eben sowohl auf Physical als auch auf Skills eben auswirkt, dass hier die Capped Clones und so weiter sinken. Und danach kommen hier dann auch die deutlich schwierigeren, weil hier ist es letztlich sowas wie, dass hier von vorne beginnt. Und da habe ich auch noch keine Vorstellung, wie das genau gelingen soll. Das heißt, ihr habt ein Rebirth und nach dem Rebirth landet ihr ja, so, als hättet ihr zwei Geburten nacheinander gemacht, sodass hier die ganzen Multiplier wieder auf 1 stehen und dass das Ganze dann letztlich damit ausgeglichen werden soll, ja, dass ihr möglichst viel Godpower angesammelt habt. Und da es eben bisher, zumindest aus meiner Sicht, noch keine schnellen Möglichkeit gibt, wirklich Godpower zu sammeln, weil das zeige ich euch auch gleich, weil das Problem ist ja, ich kann nicht einfach jetzt so fünfmal hintereinander ein Rebirth machen und dann immer wieder die 10 Götter hier killen oder so und dann 10 Godpower einsammeln, weil so funktioniert es halt leider nicht. Weil ihr eben erstmal die Multiplier wieder hochbringen müsst, bevor es sinnvoll ist, wieder den nächsten Reset zu machen. So, dann hier Ultimate Baal Challenge. Genau, da sind dann die Shadow Clones werden dann und dann die Total Might wird auch. Also da wird dann sogar dieser Faktor hier zurückgesetzt, der hier wahrscheinlich noch nicht zurückgesetzt werden wird.
Und die Ultimate Artist Challenge, da muss ich das dann nochmal machen und da wird noch mehr zurückgesetzt. Also ja, also ihr solltet euch sehr gut überlegen, ob und welche der Challenges ihr annehmen könnt und was es dann letztlich genau bedeutet, wenn bestimmte Faktoren hier, wie zum Beispiel auch dieser, dann komplett zurückgesetzt werden und ihr fast komplett neu in dem Spiel seid. So, aber jetzt lang genug geredet, einmal noch zum Rebirth, zu einem regulären Rebirth, also keine Challenge dabei, weil könnte ich aktuell eh nicht gewinnen. Und ja. So, wie ihr seht, sind nämlich hier die Rebirth-Challenges, die Rebirth-Multiplikator aktuell verdammt niedrig, das heißt, die werden problematisch. Interessant ist, dass der hier jetzt bei 50 gleich stehen geblieben ist. So, als erstes geht es die Monster einfach mal zu setzen. Da kann ich jetzt einfach, eben dadurch, dass dieses Next Clone an 1 an ist. Das heißt, das wird alles so weit durchgereicht, bis ich hier einen erreiche, wo ich mehr als einen brauche. Aktuell brauche ich hier aber auch nur 4. Und dann kann ich hier gleich noch den nächsten freischalten. Das geht relativ schnell runter, weil sich natürlich meine Attack Power ziemlich stark erhöht. So, als nächstes geht es dann, die Trainings freizuschalten. Da arbeite ich jetzt einfach mal mit einem Tausender. Auch, ich habe noch gar nicht so viel freigeschaltet. Also ich setze hier jetzt einfach mal 100 rein, weil das reicht letztlich schon. Und schalte hier ein, dass automatisch, wenn ich hier einen Wert von 5000 erreicht habe, beziehungsweise am Anfang setze ich den erstmal immer auf 3000 runter, damit der automatisch, wenn ich jetzt noch mit anderen Sachen beschäftigt bin, er hier nach und nach die Sachen weiterreicht. Da müsst ihr dann ein bisschen gucken, dass ihr den rechtzeitig hochsetzt, weil ansonsten, also das wird dann auf letztlich auf den Cap gesetzt. Das heißt, es bleibt dann einer stehen. Das habe ich auch, ist übrigens hier in den Settings einzustellen, weil das sind hier so die ganzen Dinger hier und Ignore Clone Count bei 1. Das ist eben mit diesem Stop Next und so weiter, dass das eben hier verwendet wird. Also hier. So, das heißt, bei 3000 würde sich das eben dann weiter bewegen. Da ich jetzt sowieso noch hier drin bin, kann ich das auch gleich manuell machen. Aber eben, hier seht ihr, auch die sind natürlich alle wieder zurückgesetzt. Das waren übrigens noch hier die neuen Bezüge von wegen The Ball Slayer Game, dass da eben das gesenkt werden kann, dass ich nicht automatisch ein Level verliere, wenn ich eben daneben klicke. Dann, dass ich hier nicht alles neu erspielen muss, sondern dass ich bis zu 80% behalten kann. Dann Chance für Double Points, das heißt, dass ich 2 Level bekomme, kann ich bis auf 100% bekommen. Und dann die extra Pixel, dass eben dieser weiße Balken ein bisschen breiter wird, wovon ich hier allerdings auch nur 3 kaufen kann. Und mal gucken, wo hier so die Preise sind. So, das Reduce, 5% sind 10 Einheiten. Der zusätzliche Pixel kostet zumindest in der ersten Stufe schon 33 zusätzliche God Power. Also, und hier kosten die 5% 5. Also das erste hier ist noch recht erschwinglich. Mal sehen, ob die dann nach und nach steigen. Und das hier ist natürlich dann schon relativ teuer, dass das hier um ein Pixel in der Breite zunimmt. Wobei ich mich wundere, dass die jetzt so schmal sind. Ja genau, weil eigentlich sind die doch ein bisschen breiter gewesen. Und ihr seht, also jetzt ist es deutlich langsamer. Das heißt, es ist ziemlich einfach, hier für die ersten Level einfach wieder das Ding zu aktivieren. Ich mache jetzt mal nur noch bis Level 5. Und dann zeige ich euch, wie das hier mit dem, ja, mit dem Mirror funktioniert. Das heißt also hier, ja, daneben, ganz knapp. Also ich muss jetzt letztlich in dem Bereich hier hinten, okay, ihr habt gesehen, ich habe hier etwa geklickt und das ist sozusagen der Marker zu wissen, okay, ich war noch ganz knapp zu früh. Und jedes Mal, wenn ihr eben ja, daneben klickt, wird euch auch gleich wieder ein Level abgezogen. So, jetzt habe ich das 1% wieder knapp zu früh. Und ja, also wie gesagt, das ist eins der Minispiele, mit denen ihr euch dann beschäftigen könnt. Aber das mache ich jetzt auch erstmal nicht weiter. Ich will euch ja einfach hier erstmal kurz durchführen. Ihr habt jetzt gesehen, hier hat er jetzt schon, während ich euch das Minigame gezeigt habe, eben einmal diesen Wechsel gemacht. Das heißt, es ist über 3000 gewesen und ist dann auf die nächste Stufe gesprungen. So, was jetzt natürlich noch gilt, ist der Creation Multiplier. Das heißt, der läuft jetzt noch, das heißt noch über 2 Stunden. Das ist ganz gut eben für die Shadow Clones. Das heißt, hier habe ich jetzt schon ganz gut ein paar Werte erreicht. Dann kann ich euch jetzt mitnehmen, hier eben die Götterliste, also Hyperion und Gaia und so weiter.
Und eben bis Tyrant Overlord Baal ist normal kein Problem. Allerdings jetzt noch nicht gleich. Alle kriege ich jetzt noch nicht wieder weg, sondern muss ich dann auch noch ein bisschen üben. Und ab Itznagi war das, glaube ich, ab da kriege ich dann eben auch wieder God Power. Das heißt, hier für die ersten lohnt sich das jetzt noch nicht sehr. So, das war jetzt Itznagi der erste. Und jetzt mal gucken, wie viele ich insgesamt sozusagen. Okay, Odin hat jetzt noch nicht ganz geklappt. Mal schauen, also von 24 auf 34, also immerhin 14 Punkte habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal dazu bekommen. Das ist schon mal ganz ordentlich. Aber ihr seht so, es dauert schon eine ganze Weile, trotzdem diese God Power einzusammeln und sich dort dann ein größeres Vermögen zu bekommen. Ja, und hier ist jetzt eben der Nachteil nach dem Restart. Ich kann das jetzt zwar für die Creation von den Clones und so weiter nutzen, dass die möglichst schnell ansteigen. Der Nachteil ist aber eben, dass dieser Automodus nur für die Sachen natürlich funktioniert, die als Skills bekannt sind, und die anderen Skills gehen halt erstmal leer aus. Das heißt, deswegen ist es auch so schwierig, den Zähler zum Beispiel für die Teleportation so hoch zu bekommen, weil die natürlich immer erst zum Schluss freigeschaltet wird. So, hier gibt es nicht weiter zu machen. Das hochzuspielen brauche ich euch jetzt nicht zeigen. So, nachdem ich jetzt die ersten Götter natürlich schon besiegt habe, habe ich jetzt hier auch die ganzen Elemente, die ich natürlich dann selber ja, erzeugen kann. Dazu muss ich kurz die Klon-Priorität runter, also beziehungsweise ausschalten, damit, falls Klone fehlen, dort eben nichts gewacht werden muss. Weil auch hier ist jetzt halt noch einiges zu tun, weil klar, die Monumente, da kann ich jetzt den ersten anfangen zu bauen. Was ich auch gleich tun werde, allerdings muss ich dazu noch ein bisschen Krimskrams einkaufen. Divinity läuft im Moment schon ganz gut, allein aufgrund der Monster. Das heißt, da kann ich hier überall schon mal die Millionen reinkaufen. Das macht dann nichts. Die Zahlen, die ich hier eingetragen habe, die dienen nachher dazu, sobald ich hier dann das Creation anfange, dass der automatisch, nachdem er 12.000, also das hat noch mit dem Schalter zu tun, 12.000 von den Einheiten erzeugt hat, dann auf das nächste geht, weil es mir hier letztlich eh nur darum geht, dass wirklich die Achievements alle erfüllt werden und ich die Materialien als solches im Regelfall selber kaufe. So, da kann ich aber hier jetzt nochmal die Creation ein bisschen weiterbringen. Okay, da kann ich noch 10.000 kaufen und bei den Humans ist dann eh langsam Schluss. Das heißt, für die Upgrades, wo ich ja dann die Mountains und so weiter brauche, das dauert dann auch noch eine ganze Weile. Aber soweit erstmal für den Anfang genug und jetzt wieder die Klone weiterbauen lassen. Und hier fange ich jetzt eben an. Ihr seht ja, hier sind die Zahlen stehen geblieben. Okay, hier ist noch Maxed at 5. Das heißt, ich muss dann nochmal schauen, wodurch dieser Faktor letztlich hochbekommen wird. Ich vermute mal, dass das mit dem hier zu tun hat, aber das muss ich dann nochmal überprüfen. So, also hier jetzt dann gleich erstmal die ersten 10.000 Klone reinbringen, die dann hier natürlich in wenigen Sekunden das erste Level bauen und dann eben hier, weil es ist wichtig, die Monumente in der ersten Station möglichst schnell durchgebaut zu haben, damit ich mir dann nämlich meinen Divinity-Generator auch wieder aufbauen kann, weil auch der braucht wieder einige Stunden. Zum Glück bleibt zumindest der Planet in dem Umfang erhalten. Da müsste ich nachher nochmal nachgucken, wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist zwischen den 26 Minuten, ob das jetzt wirklich schon die halbe Stunde her ist, was ganz gut sein kann, oder ob der jetzt hier vielleicht doch zurückgesetzt wurde. Aber meine bisherige Beobachtung war regulär, also ihr seht, dass der jetzt wieder mit 0 Time, 0 Kills drin steht und ich da auch wieder von vorne anfangen muss. Soweit, da ist jetzt schon der nächste abgeschlossen, dann kann ich jetzt die Tombs of Gods schon mal wieder bauen. Und ansonsten halt hier einfach anfangen, die Dinge zu bauen. Eben mit den Mountains, das dauert noch ein bisschen. Mal gucken, wie viel ich mir jetzt kaufen kann. Ah ja, 500, da kann ich jetzt dann auch die ersten Upgrades hier anfangen und den dann auch schon mal bauen lassen. Die anderen hier brauchen dann nachher noch deutlich länger. So ist letztlich dann der Wiederaufbau eben nach dem Rebirth, damit hier nach und nach dann die Faktoren hochgehen und ich eben wieder den Status erreiche, irgendwie hoch 41, den ich eben brauche, damit ich zumindest keinen größeren Verlust habe, wenn ich einen neuen Rebirth mache. Deswegen ist es eben schade, oder naja, es bremst das Spiel ein bisschen aus, zu sagen, okay, es braucht eine ganze Weile, bis ich diese ganzen Werte wieder erreicht habe und den nächsten Rebirth machen kann. Deswegen bin ich im Moment auch an dem Punkt, wo ich
Ja, was ist jetzt noch die Motivation? Weil die Aufbauarbeiten, bis ich den nächsten Sprung erreiche, bis ich jetzt hier irgendwie sehe, was ich Sinnvolles, Weiteres freischalten kann, das ist doch ziemlich langsam und irgendwo lässt dann die Motivationsspirale doch nach, zu sagen, oh, da kann ich noch was erreichen und das ist so das, der nächste Schritt, den ich ja ganz gut hinbekommen kann. Und das fehlt halt so ein bisschen. Also so irgendwie die Zwischenmotivation, um jetzt hier solche größeren Schritte in Angriff zu nehmen, zu sagen, okay, also hier seht ihr, jetzt hätte ich das schon ein bisschen anheben müssen, deswegen ist der hier jetzt nicht weitergesprungen, weil der erst freigeschaltet wurde, nachdem natürlich diese 3000 schon erreicht wurden. Aber die schalte ich dann jetzt eh schon mal wieder aus. Ja, weil es jetzt eh schon eine ganze Weile dauert, bis hier dann die ja, 5.000 bis 6.000 oder so erreicht werden, je nachdem, wo die hier jetzt schon wieder springen. Ich glaube, am Anfang ist so um die 500. Das heißt 500.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, genau. Und das hier war dann 3.500, weswegen er dann den nicht mehr angesprungen hat. Dann kann ich das noch ein bisschen anlassen und dann sozusagen für die nächsten 3 bis 4 Level noch aktivieren, aber eben dann einfach mal 100 draufsetzen. Das reicht dann schon, um die weiter schieben zu lassen. Soweit. Mehr kann ich euch aktuell dann auch nicht zeigen. Wie gesagt, ich werde das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht mehr großartig weiter verfolgen, weil es mir einfach dann doch zu langwierig ist, in die nächste Stufe zu kommen. Obwohl es mich interessieren würde, ob oder wann sich hier jetzt noch weitere Möglichkeiten auftun, noch weitere Elemente eventuell einfach versteckt sind, so wie ja, den ihr hier jetzt nicht mehr seht, aber auch das Minigame, was ja so lange deaktiviert war, bis ich den ersten Ball gekillt habe. Und das Interessante ist natürlich auch, dass also das, was ihr jetzt hier wieder aktiviert, von wegen mit Critical Damage und Critical Chance, dass sich das auch auf die bestehenden Götter, auch wenn ich das natürlich jetzt hier nicht mehr viele habe, aber auf die auch auswirkt, so wie die hier ja auch, dass die dann 500% Damage Attack jede vierte Attacke automatisch bekommen. Da ist halt für mich, dass ich das hier manuell nach und nach erstmal freischalte, bevor ich dann auch darüber verfügen kann. Also soweit für die zweite Folge von Idling to Rule the Gods. Und ja, also ich bin gespannt. Vielleicht könnt ihr mir ja noch ein bisschen erzählen, wie weit ihr gekommen seid und wo aktuell eure Grenzen sind. Und vielleicht habt ihr ja tatsächlich schon eine von den Challenges mal aktiviert und erfolgreich abgeschlossen. Dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Tipps dazu geben, was braucht ihr als Vorbereitung, ja, was müsst ihr sozusagen errungen haben oder an welche Zahlen müssen erreicht werden, an welcher Stelle, damit es wirklich sinnvoll ist, so eine Challenge anzugehen und dann auch erfolgreich abzuschließen. Soweit für heute und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!